Im Bewusstsein ist der Verstand, ja, unsere Logik, unser rationales Denken, unser Kurzzeitgedächtnis und unser Wille. Ich habe mir überlegt, ich sollte nicht mehr rauchen. Und jetzt will ich nicht mehr rauchen. Ich habe das Gefühl, ich muss, aber ich will nicht mehr. Funktioniert das? Ja, kurzzeitig. Kurzzeitig. Jeder von Ihnen kann bewusst lächeln. Lächeln Sie bitte mal. Richtig schön. Richtiges, breites Lächeln. Jeder, bitte jetzt. Ja? Und dann machen Sie mal eine feste Faust. Richtig fest. Kann jeder. Halten. Sie halten bitte das Lächeln, bis ich es sage. Sie halten das Lächeln und Sie halten die feste Faust. Das sind bewusste Aktionen. Kann jeder. Gucken wir uns das Unterbewusstsein an. Was ist im Unterbewusstsein? Das Unterbewusstsein beherbergt unsere Gefühle. Ob ich fröhlich bin, ob ich traurig bin. Beherbergt unsere Glaubenssätze. Ich bin richtig, wie ich bin. Ich bin okay, wie ich bin. Ich bin schuldig. Ich bin gut genug. Es darf mir gut gehen. Bitte nicht abfotografieren. Und es beherbergt die Steuerung der Körperphysiologie. Und jetzt achten Sie bitte mal drauf. Was macht das Lächeln? Ja, nach nur einer Minute oder so. Die Faust, ist sie noch richtig fest? Nach nur einer Minute. Was ist nach 5 Minuten? Die Innervation des Gesichtes wird nicht bewusst gesteuert, unbewusst. Wir können bewusst darauf Einfluss nehmen. Wir können auch die Hand festballen. Aber der normale Tonus der Hand wird unbewusst gesteuert. Die Entscheidung, ich will nicht mehr rauchen. Ich rauche jetzt nicht. Das ist eine bewusste Entscheidung. Aber wenn die Hand automatisch wieder zur Zigarette greift, ohne dass wir das merken, und ich plötzlich eine Zigarette in der Hand habe und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich sie mir angezündet habe, das war das Unterbewusstsein. Langzeitgedächtnis ist im Unterbewusstsein. Gewohnheiten. Ja, so wie Sie jetzt da sitzen. So. So oder so. Wie auch immer. Das ist alles im Bewusstsein. Ob Sie Zähne putzen, mit der rechten, mit der linken Hand und so weiter. Bitte ein Namensschild nehmen und Platz nehmen. Automatische Programme. Haben Sie schon mal gesehen? Ein Raucher nimmt die Zigarette, Feuerzeug und plötzlich merkt er, der hat schon eine brennende Zigarette im Mund. Haben Sie schon mal gesehen? Er hat gar nicht gemerkt, dass er sich die angezündet hat. Es hat die Zigarette angezündet. Nicht hier oben der Eisberg, der rausguckt. Nicht das Bewusstsein. Er hat die sich nicht bewusst angezündet. Das ist so wie von nebenbei. Das Unterbewusstsein hat sich die Zigarette angezündet. Wer raucht? Ein Mensch will aufhören zu rauchen. Er hat die bewusste Entscheidung getroffen, aufzuhören zu rauchen. Er will nicht mehr rauchen, der raucht immer wieder. Wer ist der Raucher? Das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein? Das Unterbewusstsein. Wenn wir dem helfen wollen, dass er aufhört, so hilft es, wenn wir ihm erklären, dass Rauchen nicht gut für ihn ist? Null. Oder so viel. Wir müssen das Unterbewusstsein zum Nichtraucher machen. Im Unterbewusstsein ist das Rauchverlangen, sind die automatischen Bewegungen, sind die Gewohnheiten, sind die Gefühle. Rauchen tut mir gut, Rauchen entspannt. Ich esse den köstlichen Pfirsich. Mit dem Willen versuchen, aufzuhören zu rauchen, langfristig. Mit dem Willen, gegen das Unterbewusstsein ankämpfen, ist wie alleine gegen eine Fußballmannschaft zu spielen. Vielleicht können Sie hin und wieder mal ein Tor schießen. Bitte Namensschild nehmen und Platz suchen. Vielleicht können Sie hin und wieder mal ein Tor schießen. Aber in aller Regel wird immer die Fußballmannschaft gewinnen. Mit Ihrem Willen können Sie das Rauchen eine Zeit lang unterdrücken.
Irgendwann gewinnt die Fußballmannschaft und die brennende Zigarette ist wieder in ihrer Hand. Wenn Sie das Unterbewusstsein zu einem Nichtraucher werden lassen, wenn das Unterbewusstsein versteht, Rauchen ist nicht gut, dann müssen Sie nicht mehr gegen die Fußballmannschaft antreten, sondern die Fußballmannschaft spielt für Sie. Dann haben Sie die Power der Fußballmannschaft für sich.